Heute möchte ich dir ein paar Tipps zum Thema Schlafen näher bringen. Wie ist denn dein Schlafverhalten? Kannst du mal gut einschlafen und durchschlafen? Und wachst du morgens richtig erholt auf und sagst, juhu, ich freue mich auf den Tag? Oder hast du da Probleme damit? Ich habe mich damit näher beschäftigt und deswegen möchte ich dir so die Quintessenz meiner Erfahrungen mitteilen. Siehst du, hier habe eine orange Brille auf. Das ist jetzt kein cooler Werbetrick, sondern es hilft wirklich, zur Ruhe zu kommen, dass es Melatonin aufgebaut wird. Denn, vielleicht machen wir eine kurze Reise in die Vergangenheit. Früher war es ja so, wo es noch keinen Strom gab. Die Sonne ist aufgegangen, die Menschen sind aufgestanden, haben gearbeitet, haben so ihr Werk verrichtet. Und wenn die Sonne untergegangen ist, sind sie zur Ruhe gekommen und sind ins Bett gegangen. Aber bei uns ist es so, dass Tag und Nacht es hell ist. Wenn es dunkel wird, die Sonne untergeht, dann klipst man einfach so das Licht an und es ist alles hell. Und dieses helle Licht hindert unseren Körper daran, das Melatonin aufzubauen. Und das ist ganz wichtig zum Schlafen. Deswegen könnte man sagen, das ist auch eine Schlafbrille. Denn wenn du das jetzt 2-3 Stunden, bevor du jetzt ins Bett gehst, diese Brille aufsetzt, vor allem wenn du am Computer sitzt und am Handy, weil da kommt so dieses weiße Licht, dieses blaue Licht raus, dann hilft dir das, dieses Licht zu filtern und das Melatonin aufzubauen. Deswegen kann ich es jedem empfehlen. Diese Brille gibt es beim Optiker und ja, ist gar nicht so teuer. Also es lohnt sich wirklich mal, so eine Brille sich anzuschaffen. Gut, dann habe ich noch was Duftendes dabei. Wahrscheinlich kennst du diese Pflanze, das ist Lavendel. Lavendel hilft, zur Ruhe zu kommen. Lavendel gibt es ja in Seife, in Bäder. Und Lavendel ist so richtig eine Pflanze zur Entspannung. Ich liebe den Duft und ich habe viel Lavendel daheim in meinem Garten. Und ich tue mir dann immer so, wenn sie so in ihrer Blüte ist, die Blüten abschneiden und dann kommt sie in ein kleines Kissen rein und das lege ich dann auf mein Kopfkissen. Und dann kommt noch als Verstärkung nochmal ein Öl dazu. Du kannst dann einfach ein reines Lavendelöl nehmen oder ich nehme das Serenity Öl. Da ist auch noch Vanille und andere Öle dabei, die den Schlaf unterstützen. Und dann kommt eben auch noch ein bisschen Öl so auf den Körper, so auf die Haut. Das geht dann, dringt ins Blut ein und das bewirkt dann, dass der Körper noch mehr entspannt und zur Ruhe kommt. Man kann es auch in den Diffuser, in den Kaltdiffuser, ein paar Tröpfchen dazugeben, so diffust es dann den ganzen Raum. Ja, dann gibt es ja so diesen Spruch, so wie man sich bettet, so schläft man. Kannst du mal fragen, wie alt ist denn deine Matratze? Optimal ist, dass man alle 7 Jahre seine Matratze wechselt. Was man auf alle Fälle machen kann, das ist die Matratze mal zu wechseln, von oben nach unten und von Kopf zum Fußteil, sodass es einfach nur mal so ausgetauscht wird. Und optimal ist, dass die Matratze auch härter ist, also nicht zu weich. Das ist für die Wirbelsäule einfach gut. Auch gut ist, wenn das Kopfkissen nicht so weit oben ist, sondern eher ein flaches Kissen. Und ja, was auch noch ganz wichtig ist, ist, was ist denn unter der Matratze? Denn wahrscheinlich hast du schon was von Erdstrahlung gehört, vom Curry-Netzgitter, von Wasseradern. Und ich habe das mal testen lassen. Und zwar kam da der Ludwig Schürger aus Thomansbang mit seiner Route und hat meinen Schlafplatz ausgeroutet. Und als der zu mir kam ins Wohnzimmer, hat er schon gesagt, Andrea, ich kann dir genau sagen, wenn ich dich anschaue, deinen Körper ausroute, wo die Wasserader ist. Und es hat gestimmt. Er konnte das schon am Körper sehen, wo sich das schon manifestiert hat im Körper. Und ich habe den Tipp auch meinen Eltern gegeben und der Ludwig hat das bei meinen Eltern auch gemacht in Augsburg, also der fährt überall umeinander, in ganz Deutschland. Und seitdem hat mein Papa keine Rückenschmerzen mehr. Also das wirkt sich auch auf den Körper aus,
Also nicht nur auf die Schlafgesundheit oder auf die Psyche, sondern auch auf den Körper kann sich das auswirken. Ja, dann, was noch ganz wichtig ist, was ganz einfach zu machen ist, ist, dass es dunkel ist. Also nicht mit Schlaflicht einzuschlafen, auch möglichst die Vorhänge zumachen, dass es richtig, richtig dunkel ist. Wenn du nachts mal aufstehen musst, dann bitte mach nicht voll das Licht an, sondern vielleicht ein gedimmtes Licht, wenn du zur Toilette gehen musst. Also optimal wäre es natürlich, wenn du durchschlafen kannst. Und all diese Tipps helfen wirklich dabei, dass du besser durchschlafen kannst. Dann gibt es ja den Spruch, ein voller Magen schläft schlecht. Also schau, dass du wirklich so die letzte Mahlzeit, bevor du ins Bett gehst, so 2 bis 3 Stunden davor war. Und abends auch jetzt nicht diese riesigen Berge und möglichst nicht so viel Kohlenhydrate zu dir nehmen, sondern wirklich eben lieber gedünstetes Gemüse, was einfach gut verträglich ist, verdaubar ist für deinen Magen. Dann, das Trinken hat natürlich Einfluss. Wenn man kurz vorher noch einen Kaffee trinkt oder eine Cola oder Grüntee, ist natürlich weniger förderlich durch das Koffein, das Teein. Also am besten wäre es bis Mittag, so zum Aufwachen, dass du deine Koffeinration nimmst, wenn du Kaffee trinkst oder Grüntee. Und am Nachmittag und Abend natürlich dann am besten reines Wasser zu dir nimmst. Jetzt sagen manche, oh, mir hilft es so gut, wenn ich abends noch mein Gläschen Wein trinke oder mein Bier. Also optimal wäre es natürlich ohne Alkohol, denn Alkohol hilft vielleicht beim Einschlafen, aber die REM-Phase während des Schlafs wird dadurch gestört. Deswegen ist es besser, kein Alkohol zu trinken. Aber jeder hat natürlich so seinen eigenen Schlafrhythmus und sein eigenes Wohlfühl-Rituale. So schau einfach wirklich, was dir gut tut. Das sind wirklich einfach nur Impulse und schau, was wäre denn vielleicht eins von den Impulsen, was vielleicht für dich jetzt gerade förderlich ist. Ja, das nächste ist auch noch so, gerade das Thema Handy, Computer, hat eigentlich im Bett nichts verloren. Also das Schlafzimmer soll wirklich so eine Ruheoase sein, wo nicht gearbeitet wird. Und schau, dass du das wirklich frei hältst. Und was echt ganz schlecht ist, wenn das Handy an deinem Nachtkästchen liegt über die Nacht, denn die Strahlung ist für den Kopf wirklich sehr schädlich. Also es gibt schon ganz viel Forschungsprojekte, wo das einfach festgestellt wird, wo Menschen einfach Kopfschmerzen haben, einfach rein durch die Strahlung. Deswegen der dringende Impuls, bitte Handy aus dem Schlafzimmer. Wenn du sagst, na, ich brauche aber mein Handy zum Wecken, es gibt nochmal diesen ganz normalen Wecker, den Bimbam-Wecker, besorgt dir so einen alten Wecker und der ist optimal. Ja, dann Feng Shui im Schlafzimmer. Ist natürlich, schau einfach, dass dein Schlafzimmer so minimalistisch eingerichtet ist wie möglich. Also, dass da wenig rumsteht, dass da eben auch aufgeräumt ist. Und keine Spiegel, also gerade wenn der Spiegel zum Bett schaut, ist es nicht gut zum Schlafen und auch einfach fürs Feng Shui her. Da schau, wenn du wirklich einen Spiegel hast, dann, dass du vielleicht mit Tüchern abdeckst. Ja, dann einschlafen vorher ist natürlich ratsam, einfach Ruhe einkehren zu lassen. Dass du nicht nur einen Krimi anschaust oder dir einen Krimi liest, oder dass du dir die Nachrichten anhörst, denn seltenst kommen in den Nachrichten schöne Nachrichten. Meistens kommt irgendwie, was alles Schlimmes passiert ist. Und all das nimmst du mit in den Schlaf. Also schau, dass du wirklich eine Stunde vorher, dass du langsam runterkommst, dass du vielleicht dir schöne Musik anhörst. Ah, genau, als Impuls noch, ein Freund von mir, der Ronald, der hat ganz, ganz wunderschöne Musik für verschiedene Themen. Mit verschiedenen Herzfrequenzen, also zum Thema Stressbewältigung, zum Thema Partnerschaft, zum Thema Fülle. Und da gibt es eine bestimmte Herzfrequenz, die unterstützt deinen Schlaf. Also sich vorher vielleicht so ein schönes Musikstück sich anzuhören, das fördert einfach auch nochmal, dass du langsam runterkommst und dass du in einen guten Schlaf kommst. Wenn du jetzt so im Bett liegst und
Du fangst an zum Grübeln, dann kann ich dir empfehlen, nimm dir einen Stift, ein Papier und schreib dir das einfach auf, einfach was dir gerade kommt. Und dann stell dir vor, dass du das jetzt nimmst und in einen Tresor packst. Dass du wirklich das dir visuell vorstellst, du nimmst das Thema jetzt und packst es in den Tresor, damit das, dein Schlaf einfach frei ist und dass du nicht ständig an das Thema denkst. Wenn du in der Früh möchtest, kannst du deinen Tresor wieder aufsperren und das Thema wieder rausholen. Und es heißt natürlich jetzt nicht, dass man alles nur wegdrückt, sondern natürlich, wenn das Thema da ist, will es gesehen werden, will es in Heilung kommen. Und da ist es einfach gut, wenn Themen aktuell da sind, die einfach dir das Herz schwer machen, die dich belasten, die dich vielleicht ohnmächtig sein lassen, dass du natürlich dir Raum nimmst, Zeit nimmst, das Thema zu beleuchten, um in Heilung zu bringen. Und dafür kannst du gerne mich kontaktieren, das ist ja natürlich mein Spezialgebiet. Ja, und wenn du noch Ideen hast, Impulse hast, dann lass es mich das gerne wissen. Schreib es gerne in den Kommentaren, denn das ist für mich ganz wertvoll und für viele anderen, die dieses Video auch hören und anschauen, als weitere Impulse. Und wenn wir ins Bett gegangen sind, hat meine Mama mit uns gebetet. Und das ist natürlich auch wunderschön, um den Segen zu bitten, so dein ganz spezielles Ritual zu machen, dass du gesegnet in den Schlaf gleiten kannst. Und das wünsche ich dir heute Nacht, eine segensreiche Nacht.